Moin Moin Sieghaus-Freunde, willkommen zurück zur nächsten Flaschenpost hier auf dem Sieghaus-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und heute ein bisschen überraschend, so ja ein Ticken vielleicht, die Hotfix-Ankündigung für das Update 0801. Und zwar wird das schon quasi direkt morgen früh, den 7. Februar um 5 Uhr, aufgespielt. Da wird der Server runtergefahren für eine Stunde und dann gibt es folgende Änderungen am gesamten CV-Rework und auch an der Flak eurer Schiffe. Fangen wir direkt oben an. Und zwar, das Angriffs- und Erkennungspotenzial von Schlachtflugzeugen wird geändert. Nämlich gerade in den hochstufigen Gefechten war es eben ganz häufig so, dass die Schlachtflugzeuge ja sehr viele Flugzeuge hatten und die DDs ganz lange bedrängen konnten und damit das DD-Gameplay eigentlich so gut wie gar nicht mehr stattgefunden hat. Jetzt haben sie sich dazu entschlossen, die Gesamtflugzeuge in dem, bei der startenden Geschwader sozusagen auf 9 zu reduzieren und die Angriffsgruppe wurde auf 3 geändert. Das war vorher auch anders und betroffen davon sind die T8 und T10 Flugzeugträger beider Nationen, die im Moment im Spiel verfügbar sind. Dann wird es so sein, dass wenn ich jetzt diese Taste F drücke, um die Flugzeuge sofort wieder zurück zum Träger zu rufen, das, was aktuell ja noch so ist, ich mache meinen Angriff, einen hochriskanten Angriff, schmeiße meine Torpedo ins Wasser und zack, drückt die Taste F und schon könnt ihr meine Flugzeuge nicht mehr abschießen, wenn ich jetzt der böse Trägerfahrer bin. Und in Zukunft wird es eben so sein, dass da eine Zeitversatz drin ist. Ich drücke die Taste F und dann wird es eine ganze Zeit dauern, bis meine Flugzeuge wirklich in diese Reiseflughöhe aufgestiegen sind und dann können sie nicht mehr abgeschossen werden. Aber auf dem Weg dahin können sie noch abgeschossen werden. Das heißt, es wird definitiv dazu beigetragen oder das wird diese Situation stärken, dass halt Flugzeuge abgeschossen werden noch. So, dann gibt es eine Buff oder Veränderung, sage ich jetzt einfach mal, auch für den Trägerpiloten. Wenn ich jetzt einfach mal sage, dass ich dieser Trägerpilot bin, dann ist es jetzt gibt es jetzt eine Schadensverlagerung. Vorher war das so, dass der Durchschnittsschaden in den verschiedenen Zonen, also Langstrecke, Mittelstrecke, Kurzstrecke, im Verhältnis zu den Explosionen relativ gering war. Jetzt werden diese Zonen, also der Standard-Durchschnittsschaden, den jede Zone macht, erhöht werden. Also dass ich quasi permanent, wenn ich mich in dieser Zone aufhalte, Schaden bekomme. Dieser wird deutlich gesteigert. Und dafür nehmen die Explosionsschadenspunkte sozusagen etwas ab und ja, man hat eben die Situation, dass immer wenn ich in der Nähe von Schiffen bin, ich definitiv mehr Schaden nehme, anstatt, so wie es jetzt ist, nur wenn ich in Explosion bin, viel Schaden nehme. Ne? Die Explosionen machen jetzt weniger Schaden, aber ist immer noch so viel, dass es sich lohnt, den Explosionen auszuweichen, um einfach zu vermeiden, dass man zu vorzeitig Flugzeuge verliert. So, dann wird verändert werden, dass man, wenn man manövriert, man viel schneller wieder mehr Streuung bekommt. Also aktuell ist es ja teilweise so, dass ich mit meinen Flugzeugen auf euch zufliege und noch im Kurvenflug schon den Angriffsmodus aktivieren kann und es trotzdem immer noch schaffe, wenn ich jetzt rechtzeitig mache, die Zielvorrichtung so manuell einzustellen, also so klein zu bekommen, dass ich einen sehr präzisen Abwurf hinbekomme. Das soll sich jetzt deutlich verändern. Also wenn ich während des Angriffsflugs Manöver durchführe, wird die Zielvorrichtung nicht mehr kleiner oder, wenn es ganz schlimm kommt, sogar größer. Dann wird die Wahrscheinlichkeit für Überschwemmungen deutlich reduziert. Und zwar von T4 bis T8 ungefähr auf ein Drittel. Und bei deutschen und japanischen Lufttorpedos, also deutsche D8 natürlich, Graf Zeppelin, und die Lufttorpedos der Akurio, da wird die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit sogar um die Hälfte gesenkt werden. Das heißt, das ist ein ganz schön krasser Nerf, auch in der Verbindung. Also, es ist ein ganz schön doller Nerf. Es ist nicht krass, weil es wäre wirklich zu viel. Aber jetzt muss man das auch noch in der Verbindung sehen, nämlich mit dem nächsten Patch, Update 081, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wird der Schaden, der durch Wassereinbruch verursacht werden kann, ja sowieso auch schon nochmal deutlich reduziert. Dann gibt es signifikante Änderungen, und zwar an den alternativen Torpedobombern. Die nämlich 8 Kilometer Torps haben und zwar relativ zeitig droppen müssen, also 1,2 Kilometer vorher. Da gab es aber trotzdem halt eine Möglichkeit, die, ich sag mal, Flying Shimakaze mäßig einzusetzen. Und das wird halt jetzt auch geändert. Also man muss jetzt viel, viel länger in diesen Angriffsflug übergehen zum Beispiel. Die Torpedospreizung, also die Winkel, in die Torpedos abgefeuert werden, der kann nicht mehr so präzise gemacht werden wie vorher. Dazu ist es so, dass bis ich wieder
bis die Flugzeuge oder darüber hinaus ist die Geschwindigkeit des Flugzeugs bei der Rückkehr zum Flugzeugträger reduziert und vor allen Dingen ist auch der Beginn des nächsten Angriffsflugs erhöht. Das heißt, ich setze Torpedos ab und dann, bis ich halt wieder die nächsten Torpedos absetzen kann, das hat vorher nicht so lange gedauert, jetzt wird es eben verlängert und dann vielleicht auch die Bereitschaft der nächsten Torpedostaffel auf dem Flugzeug. Vermute ich jetzt einfach mal, dass beides irgendwie so ein bisschen verändert wird. Dann gibt es nochmal ganz andere Torpedo-Eigenschaften und zwar sind die langsamer, die haben eine höhere Erkennbarkeit und die Scharfschaltschwelle wird auch nochmal erweitert. Also das ist nochmal eine ganze Ecke, was da verändert wird. Für die AP- und HE-Bomber wird sich aber ein bisschen was zum Positiven verändern. Nämlich in dem Moment, wo der Zielindikator grün wird, also ich quasi raufdrücke, dann gibt es einen Countdown von 3-4 Sekunden und dann wird der Zielindikator ja schon grün. Dann wird der Schaden, den eure Flak gegen mein Flugzeug machen kann, um 30% reduziert. Das liegt einfach daran, dass diese Bomber aktuell gar nicht vernünftig effektiv einzusetzen waren, sondern eigentlich immer abgeschossen wurden, und zwar immer die ganze Staffel. Und damit soll jetzt versucht werden, dass diese Staffeln häufiger benutzt werden. Ich werde mal gucken, wie das dann ab morgen auf unserem Server hier stattfindet. Und ich hoffe, dass dieses Update definitiv dazu beiträgt, dass vor allen Dingen das Gameplay auf den höheren Tierstufen wieder zur Normalität ein bisschen zurückkehrt. So, dann gibt es noch Bugfixes. Und zwar das Ziel für die Standardangriffsflugzeuge, da wird etwas verändert. Und zwar wird jetzt hier die Mindestgeschwindigkeit der Bomber angepasst, sozusagen, dass die Bomber der Flugzeuge, der Schiffe sozusagen, nicht mehr den Jägern wegfliegen können. Oder ja, das war eben ein Problem, ne? Da wartet Balancing zwischen Jäger und Serienbomber eben nicht richtig. Dann gibt es jetzt einen Hinweis, denn die Schiffe, die keine Kurzstreckenartillerie hat oder Luftabwehr hat, da wird jetzt eben die mittlere Artillerie bis auf 1 Kilometer runtergezogen und nicht mehr die Reichweite jetzt zum Beispiel bei 2,5 Kilometer abgebrochen. Weil eine der neuen Fähigkeiten der Luftabwehr war ja eben, dass man jetzt als Beispiel die Langstreckenflugabwehr von 6 auf 4 Kilometer hatte, aber sie halt dann auch nicht mehr in dem Bereich von 4 bis 0 Kilometer wirken konnte. Und jetzt ist die Mittelstreckenflugabwehr halt auch von 4 als Beispiel jetzt bis auf 2 gültig gewesen oder fähig gewesen, Schaden zu machen, und von 2 auf 0. War dann die Kurzstreckenluftabwehr verfügbar, aber auch nicht bei jedem Schiff. Und jedes Schiff, was keine Kurzstreckenflugabwehr hat, wird in Zukunft bei der Mittelstreckenflugabwehr einen Bonus erhalten, und zwar so nah an das Schiffrand bis an 1 Kilometer. Dann hat man nur einen Sektor von 1 Kilometer um das Schiff herum ungefähr, wo die Flugzeuge halt nur Schwerschaden bekommen können, weil sie halt dann in diesem, in Anführungsstrichen, in der Zone sind, wo die Flak eures Schiffes gar nicht mehr richtig hinwirken kann. Das sorgt aber effektiv dafür, dass ihr euch besser verteidigen könnt in diesem Fall. So, und dann gibt es Änderungen an Testschiffen, nämlich die britischen Torpedobomber werden verändert. Die sind ja noch nicht mal im Spiel. Da wird jetzt halt auch geguckt, dass die Zielausbreitung, also die Zielvisiergeschichte, die Geschwindigkeit der Torpedos, die Reichweite der Torpedos und die Scharfschaltzeit der Torpedos überarbeitet wird. Also auch da wird schon gleich eine Lehre gezogen aus dem, was jetzt aktuell auf dem Live-Server los ist. Außerdem wird unter anderem auch der Fehler behoben, den haben sicherlich schon viele von euch festgestellt, dass es einen Fehler gab, wo Geschützklang, also Geschütztürme, die feuerten, bei euch zu hören waren, obwohl ihr selber gar nicht gefeuert habt. Das war ein Fehler und das wird halt jetzt hier gleich mitbehoben, zum Beispiel. Und auch ein paar andere Sachen, die jetzt aber nicht so ins Gewicht fallen. Wichtig ist, dass jetzt schon mal auf jeden Fall eine große Liste hier an Fehlern behoben wird und damit hoffentlich das CV-Gameplay auch auf den höheren Stufen wieder ein bisschen besser gebalanced ist zwischen den ganzen Klassen. Wir werden sehen, ob da noch weitere Sachen, oder sicher sind da noch weitere Sachen nötig. Das hier ist die erste Aktivität von Wargaming. So, wenn ihr das nachlesen wollt, könnt ihr das gerne tun bei uns auf der Facebook-Seite. Da findet ihr die Nachricht komplett ins Deutsche übersetzt. Aktuell gibt es nur einen englischsprachigen Artikel, den ich auch unten verlinken werde. Den deutschsprachigen müsst ihr dann bei uns auf der Facebook-Seite, der Facebook-Link ist ein Ticken weiter unten, dann so nachlesen. So, und der nächste Punkt ist dann der öffentliche Test 081. Der startet nämlich morgen, dem 7. Februar 17:30 Uhr und geht bis zum 11. Februar 16:30 Uhr. Und
der hat dann ein paar lustige Themen. Und zwar, die britischen Träger werden mit 081 ja Einzug halten ins Spiel. Die sind jetzt erstmal noch nicht gleich auf dem Testserver verfügbar. Und wenn sie verfügbar sind, dann wahrscheinlich noch nicht in der Konfiguration, wie sie ja aktuell dann wahrscheinlich auf den Live-Server kommen werden. Das wird sich halt noch ein bisschen was verändern. Ja, man wird dann mit 081 natürlich Container bekommen und all so eine ganzen Geschichten. Ich werde jetzt hier erstmal nur grob über die Sachen rübergehen, was auf dem Testserver jetzt dann demnächst verfügbar sein wird. Wie gesagt, die britischen Träger, ich glaube, initial noch nicht. In der zweiten Testserver-Runde könnte es passieren, dass dann dass die Flugzeugträger dabei sind. So verstehe ich das hier zumindest. So, dann gibt es wohl auch dann die Möglichkeit, mit 081 wieder Schiffe zu bekommen, nämlich die Hood, die Duke of York, die Vanguard und die Edinburgh. Die kann man halt, da kann man bestimmte Aufträge aus den Containern ziehen und diese dann bekommen. Dann gibt es eine Sammlung Marinefliegerei, die dann aus 16 Sammelstücken für Flugzeugmodelle, Flugzeugeinweiser und so weiter besteht. Die könnt ihr halt auch bekommen. Ne? Es wird wieder so eine Direktivengeschichte geben. Da gibt es dann wieder Container und damit vervollständigt ihr dann eure Sammlung. Da sind dann auch noch so eine Sachen wie Florins und Kronen drin, die dann wiederum dafür benutzt werden können, wenn der Patch dann auf dem Live-Server drauf ist, damit dann die britischen Flugzeugträger freizuschalten, weil diese werden nicht mehr in Containern drin sein, um nach Zufallsprinzip einen Auftrag zu bekommen, womit man diesen Träger dann freischalten oder freispielen kann. Sondern es wird eben so sein, dass man eine Währung sammelt, eine kurzfristig verfügbare Währung und dann im Arsenal auswählen kann, welchen Träger man haben möchte oder wie viel man, dann sieht man halt auch, wie viel man davon sammeln muss. Nächster Punkt ist dann eine veränderte Spielmechanik, nämlich das Überwachungsradar, was dann jetzt verändert wird, das ist ja schon lange besprochen worden. Die Radarreichweiten und auch die Radaraktivitätszeit wird verlängert. Dafür wird das Schiff, was das Radar startet, für alle Alliierten die Schiffe erst 6 Sekunden nach Aktivierung des eigenen Radars anzeigen. Heißt, ich bin in Moskwa, drücke auf die Radartaste, ich sehe den Zerstörer, den ich möglicherweise aufgeklärt habe, direkt vor mir als einziges Schiff. Und danach dauert es 6 Sekunden lang, bis alle anderen Schiffe, also alle anderen alliierten Schiffe, dieses Schiff ebenfalls als 3D-Modell auf dem Wasser schwimmen sehen und dann beschießen können. Vorher sehen sie es nur auf der Minikarte, also können sie nur sehr schwer mit auf diesen DD schießen. Das soll halt die Möglichkeit ergeben, dass ein DD sich auch in eine bisschen sicherere Position bringen kann. Und gleichzeitig macht es ja auch die Möglichkeit für alle, die darauf warten, dass der DD aufgeht, bringt ja quasi 6 Sekunden für euch, die Geschütze schon mal auszurichten, wo der DD genau sein kann, sozusagen. Zumindest in die grobe Richtung. Ja, es ist in dem Sinne kein großer Nachteil, weil ihr ja auch 5 Sekunden längeres Radar bekommt. Zumindest die meisten Schiffe bekommen die Radarstehzeit, also die Aktivitätszeit, halt auch noch verlängert. Ne? Das ist in dem Sinne, ja, das wirkt diesen 6 Sekunden halt ein bisschen entgegen. Außerdem gibt es Interface-Anpassungen und zwar für den Zerstörer. Hier kann man das sehen. Das wird das neue Zeichen sein, wenn man entdeckt ist. Wenn man bei Hydroakustik aufgeklärt ist, also von hydroakustischem Modul, dann wird diese Sache angezeigt werden. Und ich hoffe, das erkennt man einigermaßen in dem Video. Und hier gibt es dann halt nochmal ein Symbol für Radar. Also das ist quasi sozusagen dieser Radarmast, der da eingeblendet ist. Und hier kann man jetzt sehen, dass dann auch eine Wassereinbruchsmechanik überarbeitet bekommen wird. Das ganze Spiel, Entschuldigung. Und wie gesagt, zweimal Wassereinbruch ist jetzt nur noch möglich und der tickt nicht mehr so lange. Der Faktor wurde angepasst für alle Schiffe, dass ihr also deutlich weniger Schaden nehmt. Hier kann man das dann auch nochmal sehen mit dem Wassereinbruch. Also wie gesagt, da gibt es nur noch 2 Sektoren, vorne und hinten jeweils, kann man jeweils einen Wassereinbruch erleiden und ja, dann ist der Schadensfaktor ist deutlich minimiert und das sorgt eben dafür, dass ihr einfach länger lebt, auch wenn ihr mal einen Wassereinbruch bekommen solltet. Und jetzt seitdem mit dem Update 0801, diesem Hotfix, ist es sowieso schon so, dass Flugzeugträger-Torpedos weitaus weniger Wahrscheinlichkeit haben, euch einen Wassereinbruch zu verpassen. So, und weiter geht's mit der Überarbeitung der Karte Splitter. Ja, diese Karte ist aktuell so und wird in Zukunft dann so aussehen. Oder andersrum. Das ist, glaube ich, die neue Splitterkarte. Genau, so rum wird sie neu aussehen und das hier ist die alte Karte. Also schon eine ganz gehörige Änderung, auch von der Farbgebung der Karte her.
deutlich zu erkennen. So, dann haben wir die Hafenoptimierung. Da wird es auch weitere Anpassungen geben. Es wird wohl auch mit dem Patch 081 dann endlich die Möglichkeit geben, mit einem Klick alle erhaltenen Container zu öffnen. Also zum Beispiel, wenn man 25 Premium-Container gezogen hat, dann klickt man einmal auf den Button und man sieht sofort komplett, was in diesen Containern drin ist. Dafür musste auch viel mehr geändert werden als nur die Oberfläche auch in dem Client, sondern das ist ja eine enorme Serverlast, wenn weltweit x Spieler auf diesen Button zeitgleich klicken, weil eine Menge Transaktionen mit dem Account und dem Server stattfinden und das musste angepasst werden und das haben sie jetzt integriert und jetzt gibt es halt endlich die Möglichkeit, diese Sache dann dementsprechend auszuführen und nicht mehr 30 Container durchzuklicken. Ja, wie gesagt, und dann gibt es im Interface auch noch weitere Anpassungen, wie das halt im Hafen halt da aussieht sozusagen. Es sollte jetzt weniger Unterbrechung geben, sodass die Flaggen weniger einfrieren. Außerdem einfach die Übergänge ein bisschen weicher sein. Dann wird der Londoner Hafen ein bisschen überarbeitet und zwar von so einem Winter, da wird jetzt wieder so ein Winterjahrmarkt integriert. Ich glaube, den hatten wir schon mal im Spiel und ja, das Wetter wird ein bisschen besser dargestellt, ne? Und außerdem gibt es dann noch weitere Tongeschichten, die jetzt verändert werden. Geräuschkulisse im Hafen wird verändert und in Gefechten. Und ja, optimierte visuelle Effekte von Torpedospuren und der Gischt, die aufspritzt, wenn ein Schiff zerstört wird. Außerdem wird der Support mit dem Update 081 für 32-Bit komplett eingestellt. Also da gibt es dann nochmal einen separaten Artikel später. Wie gesagt, das kommt alles auf den Testserver erstmal rauf. Wir werden natürlich auch wieder vom Testserver berichten. Das heißt, ihr könnt euch hier demnächst dann auch mal wieder ein Gameplay-Vorschau-Video dafür angucken. Nächster Punkt ist dann noch der Supertest. Und da ging es ja schon los. Geht um Premium-Schiffe und sowjetische Schlachtschiffe. Gehe ganz kurz drüber. Und zwar soll die Julius Caesar getestet werden auf der Tierstufe 6. Und da wird das Schiff gar nicht groß verändert für, sondern einfach nur die Chance, Feuer zu entzünden, oder das Schiff anfängt zu brennen, wird auf die Tierstufe 6 angehoben und die Panzerung wird von 19 auf 25 mm erhöht und das war's. Damit soll Julius Caesar dann auf T6 klarkommen. Ich bin gespannt, wie das dann so wird. Grund ist, dass das Schlachtschiff aktuell auf seiner Ebene zu stark ist und die Statistik einfach ja, zu gut ist für diesen Dampfer auf dieser Tierebene, T5 eben. Und es wird eine neue Testversion der Le Terrible geben. Da wird die AP-Geschwindigkeit erhöht und zwar von 800 auf 48 Meter pro Sekunde und damit wird der Schussbogen nicht mehr so hoch sein. Das wird automatisch zu anderen Eintrittswinkeln oder ja, Einschlagwinkeln auf bestimmten Schiffen führen, je nach Entfernung und dann wird auch der Krupp-Wert für AP-Granaten verändert, nämlich auf 2400 statt 2100 und das verändert dann in Anführungsstrichen halt die Panzerungspenetration. So, die außerdem wird eine Umverteilung der Trefferpunkte in den verschiedenen Sektoren der Schiffe gemacht. Also als Beispiel, keine Ahnung, waren vorne 3000 Punkte am Bug, dann kam halt der Mittelteil, wo bestimmte Punkte vergeben waren und am Heckteil vielleicht auch noch was. Ich kenne die ganze genaue Aufteilung jetzt bei dieser Le Terrible eben nicht, aber da wurde jetzt auch nochmal verändert, um die Überlebensfähigkeit des Schiffes ein bisschen zu verbessern. Außerdem gibt es jetzt hier Änderungen für die ganzen russischen Schlachtschiffe, die demnächst ins Spiel kommen könnten, die jetzt aktuell im Test sind. Hier wird zum Beispiel von der Vladivostok oder Sowetski, Sirius oder wie sie ausgesprochen wird, werden die Kasematten von 32 auf 40 mm erhöht. Die ballistischen Raketen, ballistische Granaten für verschiedene Schiffe werden auch verändert, Luftwiderstandskoeffizienten und so weiter. Das sind wirklich jetzt Details, die da noch verändert werden. Könnt ihr euch alles super gerne durchlesen auf unserer Facebook-Seite. Ist alles in Deutsch übersetzt hier. Auch die Mündungsgeschwindigkeit für hier T4 und T6 Schlachtschiff wird hier um über 100 Meter erhöht. Also eine ganze Ecke interessante Sachen,
Aber ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte schon mal abgebildet, weil bei den Schlachtschiffen wird sich sowieso noch eine ganze Ecke tun, bis die dann irgendwann mal auf den Live-Server kommen. Vermutlich wird es eine ganze Ecke dauern. Wir haben ja sowieso aktuell mit dem CV-Rework eine ganze Ecke zu tun und da dauert ja noch mindestens 2 Updates, bis dann irgendwie russische Schlachtschiffe mal eventuell ins Gedächtnis kommen könnten, weil wir haben jetzt halt die Standard-CVs, dann kommen die britischen CVs ja jetzt dann demnächst irgendwann auch ins Spiel. Also da ist noch eine ganze Ecke zu tun für Wargaming. Und dann gibt es noch eine vierte Nachricht für euch. Die vierte Nachricht ist, der Kombüsenfunk ist angekündigt worden und zwar den 13.02. Und zwar um 18 Uhr übertragen wird das Ganze auf Twitch bei Wargaming Games. Und da geht es halt um alles. CV-Rework, russische Schlachtschiffe, Premium-Schiffe sollen angepasst werden. Und ja, müssen wir mal einfach weitersehen. Und ihr könnt natürlich auch wieder eure Fragen loswerden. Mit dabei sind auf jeden Fall sehr alles, Hurz, Cloud und Huda. Die drei sind ja Kontributoren und sehr alles als deutscher Community-Vertreter von Wargaming persönlich ist auch mit dabei. Also, wenn ihr noch nichts Besseres vorhabt, was ich mir kaum vorstellen kann, seid um 18 Uhr dabei am 13.02. auf Twitch.tv Wargaming Games. Der Link ist hier dann auch bei Facebook bei uns reingestellt. So, und das war es jetzt schon von der kurzen Flaschenpost. Ich hoffe, ihr hattet wieder so ein paar informative Sachen dabei. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich ganz besonders darüber freuen, wenn ihr uns konstruktive Kritik da lässt, ob positiv oder negativ. Daumen, Abos, Weiterempfehlungen sind immer gern gesehen und eure Kommentare, euer Feedback ist immer sehr erwünscht. In dem Sinne, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, macht's gut, euer Seekhorns-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.